Du willst einen Energy Drink ohne Zucker, aber das mit dem Pfand ist dir zu stressig. Für einen halben Liter wirst du nicht viel mehr als 60 Cent bezahlen. Aber er soll deinen Fokus trotzdem richtig boosten. Dann gönn den Empogee Gaming Booster. Ach ja, und mit dem Code MAIA5 sparst du dir alter Schwabensäckel noch 5% auf deinen Warenkorb. Friese sitzt da auf jeden Fall. Ich hoffe, dass es keine Frauen im Internet gibt, weil mit der Friese... Bruder, gar keine Chance mehr. Gar keine Chance mehr. Der Titel ist Sarkasmus. Der Titel ist natürlich zu 100% nicht ernst gemeint und wüsste jetzt auch nicht, was man daran falsch verstehen kann. Louis Lux, danke dir für dein Prime im 9. Monat. Unser Twitch-Baby ist ein Junge. Wie auch bei dir gilt, behalt das Kind. Ich will damit nichts zu tun haben. Wait, also. Sag grad kurz, das wäre Zucker. Ah! Ein Pumpgun-Junge. Ein Pumpgun-Mensch. Es geht ja schon mal ganz gut los, oder? Dim, 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 dim. So, packen wir dem sein Zeug hier noch an. So schaut's nämlich aus. And he's fucking dead. Er wurde gerade von irgendjemandem erschossen. Aber nicht so schön. Einfach erschossen wird man. Wo ist der jetzt hin? Ja, unlucky, Alter. Und ja, PK06 kann man nur noch finden, kann man nicht mehr bei Jäger kaufen. Nikita hat gesagt, PK06, too OP. Wir müssen das nur noch Fountain Raid machen. Was hier war ein Scarf, wa? Yes. Lass mich in Ruhe! Ich muss raus!
Alter, hab ich Gänsehaut an den Füßen, Mann. Also an den Beinen. An den Oberschenkeln. Unterschied. Füße, Beine, was ist denn da der Unterschied, wa? Korinthen-Kacke, ja. You Corinthian-Cakers. Hab ich irgendwas zu heilen? Ja, ich nicht. Ich muss ihm eine gute Saliva jetzt anreißen, oder was? Hinten ballert irgendwo einer, Digga. Ich hab gar keinen Bock auf die Scheiße. Die soll mich bloß in Ruhe lassen. Hast du eine Leiche vergessen? Ja, und lass doch liegen. Ihr habt keinen Platz mehr. Werden die mir vor allem nicht zu gierig. Was soll ich denn noch machen, wa? Ich bin voll. Hier, ne? Hab 91 Schuss M995 mit rausgenommen. Bitte, wenn das allein reicht ja schon. Abgehoben, ist so. Ist halt wirklich so. Brauchen wir nicht drüber reden, wa? Oh, geil, Alter, wir sind am Exit. Lass rausgehen. Wieder eine Interchange-Runde belebt. Play of the game? Not even kidding, fucking play of the game, Alter. Play of the game? Digga, ich bin gerade sowas von krank outplayed worden, dass nicht mehr feierlich ist. Ich bin gerade so krank outplayed worden. Ja, moin. Der Typ spielt dieses Spiel auf einem ganz anderen IQ-Level als ich. Aber sowas von. Mann, diese scheiß Playstation da, die sieht immer aus, als wär's eine Grafikkarte. Muss mich hier schnell ums Geschäft kümmern. Ich frage mich aber immer noch, ob wir den Typen genettet haben, der die Rolltreppe hochkam. Er liegt ja Munition. Ja, ohne Scheiß jetzt, Alter. Das ist ein fucking... Das hier ist ein Klamottenladen, wa? Gut, es ist ein russischer Klamottenladen. Muss man das halt auch ganz klar sagen, wa? Russische Klamottenläden sind da bestimmt auch ein bisschen anders im Sortiment. Dann kann ich das jetzt also schon verstehen. Safe habe ich den genadet. Die war schon geil, wa? Ich sag ja, ich bin Interchange Main. Wenn ich da runterspringe, bin ich tot, wa, Leute? Let it be. Let it be, oh let it be, oh let it be. Whisper words of wisdom. Let it be, do, do, do. And in my arm of darkness. There is still a light that shines on me. Shines until tomorrow. Let it be, do, do, do.
Spielstopp! 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 Digga, Beamten-Mikado ist nicht deine Hauptdisziplin, wa? Wer geübt ist in Beamten-Mikado, hätte diesen Fight gewonnen. Aber du warst es nicht. Never mind, da lebt noch einer. Einer von zwei tot. Ich könnte den Stream jetzt ausmachen und wetten für die nächsten 3 Wochen YouTube-Clips. Ohne Scheiß, wir könnten 3 Wochen lang YouTube-Content machen. Was ist los mit mir? Ich bin einfach Interchange-Profi. Ich schwöre, ich lebe diese Map. Ich spüre sie. Ah, 27 Schuss haben wir noch. Das wird nichts mehr. Hast du jetzt ohne Scheiß während dem Fight deinen Mate gelootet, Digga? No joke, hat er gemacht. Hallo, wir waren hier am Business machen und der lootet sein Mate. Was soll denn der Scheiß? Aber was Längeres vorgehabt hier drinnen, ne? Die Tür ist doch normalerweise offen. Was? Das Frauenklo ist nicht offen? Ich dachte, es ist offen. Ich darf da nicht rein. Hallo, ist da jemand drin? Ich muss da kurz reinkommen. Service. Hallo. Hallo? Jemand da? Sailor Moon darf das? Ich darf das? Okay. Hey, weißt du, öffentliche Toiletten, die Leute schmeißen ihr Zeug einfach immer so ins Eck. Ist doch schlimm, oder? Das ist doch nicht normal. Das ist doch nicht normal. Was soll denn der Scheiß? Leute, ich zeig's euch nochmal kurz, wa? Falls ihr das nicht seht. So, weißt du, hier. Ja, also hier, Männertoilette, wa? Männertoilette. Ja, alles schön sauber. Mülleimer ist. Naja. Und Umpackung könnte da unten liegen oder so. Aber ansonsten hier. Einwandfrei. Alles sauber, ne? Alles sauber, sogar das Urinal super sauber und so. Dann kommst du hier rüber. Frauentoilette. Zack, liegt einfach Müll in der Ecke. Aber gut, dass ich so ein netter Typ bin und den Scheiß jetzt aufräume. Das ist halt einfach meine soziale Ader und so. Ja, wenn ich Missstände sehe, muss ich Missstände aufdecken und beheben. Oder dann geh safe, kein Problem, findet der niemals, Alter. Das ist so gut versteckt, Mann. Hat auch für 20 Sekunden funktioniert. Muss man ihm lassen. Ich denke, wir haben da gerade eine Freundschaft zerstört. No joke, Leute. Ich denke, das wird noch Konsequenzen haben. Boah, das war ganz gut, ne?